Wasser, aber... Ja, anders kann das ja nicht gehen, oder? Ich meine, wenn das schon so ein Weg ins Wasser führt, dann muss ich ja da auch ins Wasser irgendwie. Weil als Deku kann ich da nicht rein. Das geht nicht. Naja, wir werden später nochmal vorbeischauen. So, die ist besiegt. Haben wir jetzt einen Schlüssel? Nee, jetzt haben wir den Kompass geholt. Warte, wo kann ich hier noch lang? Ah ja, oben müssen wir lang. Nicht da rein. Die schiebe ich erstmal weg, du Nervensäge. Das Feuer brauche ich jetzt nochmal, wenn mich nicht alles täuscht. So, gib her. Das brauchen wir jetzt nochmal, um da oben was anzünden. Da oben ist nämlich so ein Spinnennetz. Boah, dafür wäre jetzt die Hasenmaske auch praktisch. Da ist so ein... das möchte ich nur anzünden, schnell. Jetzt gleich mit dem Schwert hauen, weil sonst nerven mich diese scheiß Motten wieder. Die sind echt nervig. Zieh mal die Hasenmaske an, dann geht's leichter. Dann kann ich auch leichter über die Dinger springen, ohne immer rollen zu müssen. Da ist zum Beispiel dieses Nest da. Das möchte ich gerade abschießen. So, jetzt fällt's runter. Nee, es war auch keine Fee. Das hört man normalerweise, glaub. Nee, nur eine Wespe. Oh Mann, super. Eine Wespe. Die seltsamerweise in Feuer explodiert, wenn man sie tötet. Auch eine merkwürdige Art zu sterben. Der Zora-Link ist jetzt echt leicht. Der könnte einfach rein, aber... Zora-Link gibt es erst später im Spiel. Eigentlich fast am Ende des Spiels. Das ist auch die letzte Verwandlung, die wir bekommen, wenn man halt die allerletzte Maske auslässt. Weil für die muss man eh 100% machen. Sei auf der Hut, ich spüre hier sehr viel Böses. Hier ist es saudunkel. Och, du Scheiße. Im Original sieht das noch viel gruseliger aus hier. Das sind so schwarze Gestalten. Alter, ist das hier dunkel. Da siehst du die Hand vor Augen nicht. Alter, geht weg. Scheiß Schattenviecher. Ich brauche da dieses Feuer, genau. Alter, ich sehe ja gar nichts, Mann. Alles anzünden. Hier sind jetzt auch wieder so Feuerstellen und die Musik jetzt auch wieder anzünden. Damit es hell wird, so jetzt. Sonst sieht man hier ja gar nichts. So. Aber ihr seht, es passiert noch nichts. Da taucht noch eine Truhe auf. Mit einer Fee drin. Genau, die kommt jetzt. Das Witzige ist, beim 3D muss man noch diese Pflanze kaputt machen, die hier im Raum ist. Aber die scheint hier nicht zu sein. So. Eine Fee. Ja, die eine Fee, die konnten wir ja nicht retten. Das geht ja später, glaube ich. Wenn alles so gut wie wieder so gut wie früher ist. Hier ist aber einer am Boden. Jetzt fällt er echt wieder durch das Loch. Ey, das ist mir schon mal passiert. Das ist so dumm, dass er meint, er müsse immer durchs Loch springen. Das kann man anzünden später. Das ist so nervig. Warum muss Link immer das tun, was ich nicht will? Das ist die falsche Tür. Das ist total nervig. Man will einfach nur darüber und dann passiert sowas. Das ist einfach nur, weil Link seine Befehle nicht befolgt. Ich meine, Link, willst du echt im Ernst durch dieses riesige Loch fallen und dir deine zwei Beine brechen? Ich glaube nicht, aber du kannst es trotzdem. Das ist eigentlich gut. Ah, naja, das ist halt ein Spiel. Jetzt springt er seltsamerweise nicht. Theoretisch, wenn ich die Fee befreien würde und dann reinfallen würde, meint ihr, es zählt? Ich glaube schon. Aber ich, Leute, ich habe keine Ahnung, wie man diese Fee bekommt. Kann sein, dass man das auch mit einer Bombe machen muss, aber
Die ist beim 3D ist aber nicht da, oder? Also im Original ist sie da, aber beim 3DS habe ich die noch nie gesehen da. Wäre mir echt neu, dass die da ist. What the fuck? Da war irgendwas vor mir. Irgendeine Säule. Bei euch sieht das Spiel ein bisschen heller aus bei der Aufnahme. Bei mir ist es wesentlich dunkler. Also verwundert euch nicht, wenn ich die Hand vor Augen, weil man nicht die Hand vor den Augen nicht. Irgendwo ist hier so eine Fee. Zumindest im 3DS. Im 3DS war hier eine. Das weiß ich noch. Ob es im Original so ist, ich habe keine Ahnung. Nee, im Original dann haben die zwei vertauscht. Während im 3DS vorhin hier eine ist, ist beim... Nein, hau mich bloß nicht in dieses Loch, ich sag's dir. Du Drecksteil von einem Wespenvieh oder was auch immer du bist. Geh weg. Dann haben die vertauscht. Sieht wohl so aus, weil das würde alles erklären. Weil die eine Fee, die habe ich nämlich noch nie gesehen. Achso, ja, achso, beim 3DS kann man die trotzdem anlegen, auch wenn man die Maske noch anhat. So. Plop. Sonst lassen wir die Feen halt aus. Mir ist es egal. Wenn ich jetzt die Feen nicht alle finde, dann gegen Ende, dann lasse ich sie alle aus. Weil gegen Ende brauchen wir sie eh nicht, weil ich habe das 3D-Spiel auch öfter ohne diese verbesserte Magieanzeige gespielt. Komm her, du Scheißvieh. Ey, das Vieh ist verbuggt, ey. Das kann sich da irgendwie nicht bewegen. Keine Ahnung. Ich hasse diese Viecher. Und das einfach nur, weil sie einen immer so einen scheiß Stromschlag verpassen müssen. Komisch, diese Dekos haben das nicht gecheckt, dass ich mich da drin versteckt habe. Aber dieses dämliche Viech da weiß das. Also, frage ich mich schon, ihr Dekos, seid ihr primitiv oder seid ihr ein normales, stinknormales Volk? Weil die Viecher sind nämlich saunervig. Also geht sich das jetzt aus? Ich hoffe schon. Flieg, Link, flieg! Okay, es geht sich genau aus, ey. Genau. So, jetzt haben wir es ganz gut. Und zwar können wir jetzt diesen Schalter hier umlegen. Der normale kann das nicht, weil der zu leicht ist. Der Deko-Link kann das nicht. Jetzt sind hier Leitern. Bedeutet, wenn nachher alles sauber ist, können wir einfach da runter. Das macht das Ganze viel leichter. Aber irgendwo hier war eine Fee. Wie geht's da rein? Ich weiß aber, dass hier irgendwo noch eine Fee war. Die ganzen Feen. Oh. Ah ja, jetzt kommt dieser Froschgegner da. Ah ne, diese Echse. Die vergesse ich jedes Mal. Das auch nur, weil sie zweimal in dem Spiel vorkommt. Hey, what the fuck, kann man den nicht blocken? Den Feueratem nicht, aber das Schlagen könnte ich schon, kann man blocken. Doch, geht schon. Hä, wieso hat die mich denn vorhin getroffen? What the fuck, dein Flammenatem war wieder dreimal so lang, wie er eigentlich nicht sein dürfte.
Halt die Fresse. Mehr. Und doch. Die Echse ist tot. Und dafür gibt's jetzt den Bogen. Wenn mich nicht alles täuscht. Der Bow. Gib mir den Bogen. Ich möchte einen Bogen, bitte, zum Mitnehmen. Der Bogen. Dankeschön. Da können wir dann später sogar noch ein Upgrade bekommen, dass wir noch mehr Pfeile schießen können. Und mit dem können wir jetzt einiges machen. Eines der wichtigsten Items im Spiel. Der Bogen. So, jetzt können wir zum Beispiel da drüben diese Plattform aktivieren. Okay, der Pfeil ist hier auch ein bisschen weiter oben. Genau wie beim Remake. Da, dann fährt die hoch und runter und dann können wir da auch jederzeit jetzt, auch wenn wir da unten stehen, können wir das dann abschießen und dann müssen wir nicht den langen Weg wieder gehen. Vor allem können wir damit jetzt dieses Teil anzünden. Jetzt geht's, genau. Jetzt ist das aktiviert. Und jetzt ist das Sumpfwasser, wie ihr seht, wieder normal. Bedeutet, theoretisch müssten wir jetzt, wenn wir jetzt nochmal in einen Raum gehen, die Fee holen können. Das müsste jetzt gehen, weil jetzt ist das Wasser ja nicht mehr verseucht. Bedeutet also, dass uns diese Viecher nichts mehr antun können. Aber hier war doch eine Fee noch, oder? Hier oben. Ich könnte schwören, hier war so ein Kokor. Kann auch sein, dass das im 3DS ist, aber hier nicht. Komisch. Wir springen jetzt ins Wasser. Die Pflanzen tun mir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr weh. Die sind jetzt auch normal. Die sind mir jetzt auch gesellig. Die tun mir jetzt auch nicht mehr wirklich was. Wir könnten ja mit der einen Maske rumlaufen. Dann kommen die sofort zu uns, wenn da eine ist. Nee, Maske tut einem nicht weh, ne? Maske, Blödsinn. Die Viecher, die Pflanzen, meine ich. Link kann ja auch nur zwei Dinger weiter runtertauchen. Mehr nicht. In Ocarina of Time kann man sogar noch weiter. Da kann er, glaube ich, 6 oder sowas. 6 Stufen runter. Diese Geräusche aus dem Tempel. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Zu der einen Fee da, wo wir ihn da nicht holen konnten. Ich glaube, dass das jetzt geht. Weil jetzt haben wir ja normales Wasser. Theoretisch dürfte das jetzt kein Problem mehr sein. Ne, die können wir jetzt auch holen. Aber jetzt muss ich halt gucken, wie. Ah, hier kann ich rein. Hallo. Die Nummer 7. Willkommen, Nummer 7. Schön, dass du dich uns anschließt. Link ist wieder zu unfähig, seine Arme auszustrecken. Ich weiß auch nicht. Das habe ich nie verstanden, auch bei Mario 64. Die Charaktere sind teilweise zu doof, ihre Arme auszustrecken. So, ich gehe wieder zurück. Also wir laufen nochmal durch. Vielleicht ist er da nochmal irgendwo eine Fee. Wie da einfach die Majora's Mask auf den Dingern drauf ist. Ah, das nochmal. Das ist noch ein zweites Nest. Da ist nur eine Wespe drin. Da ist eine Fee. Wusste ich's. Ich habe auf die Wespe eingeschlagen, nicht auf die Fee. So, nicht, dass ihr denkt, ich hasse Feen. So, ich gucke jetzt mal. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Feen hier jetzt noch sind. So viele nicht mehr auf jeden Fall. Weil im vorletzten Raum, bevor der Endboss kommt, gibt es da auch nochmal Dutzende Feen. Ich glaube 4 oder so. Wir laufen jetzt hier trotzdem nochmal durch. Vielleicht hast du ja noch was zu bieten.
Nee, auch keine Fee. Dieser Kamerasound. Aber ihr habt's gesehen, vorhin als die Fee rausgekommen ist, hat die uns schon gesehen. Haben wir die Fee rausgeholt? Ja, Hammer. Ah gut, sonst würde das auf der Map ja angezeigt werden. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich weiß eben nicht, ist hier noch irgendwo eine? Weil beim 3DS ist hier eine. Aber beim Original scheint es hier nicht zu sein. Das scheint dafür in diesem einen Wasserraum, wo wir jetzt gewesen sind, eine zu sein. Da im, halt im Wasser, die habe ich beim 3DS nämlich noch nie gesehen. Und im 3DS hatte ich mal alle aus diesem Tempel, also... Schadet es ja nicht, mal ein bisschen zu forschen, oder? Geh doch weg. Die sind nämlich einfach nur nervig, diese Scheißviecher, Alter. Und das nur, wenn sie einen berühren. Denke ich mir einfach nur so, hä? Du fasst mich an, das tut schon weh. Denke ich mir nur, hä? Ich töte die jetzt, jetzt reicht's. Ihr seid so nervig. Man hat euch geboren, nur damit ihr Link verbrutzeln könnt. Also, ihr habt auch nichts Besseres zu tun. Habt ihr nicht eine Königin, der ihr dienen müsst oder sowas? Nein, ihr müsst Link erstmal den Arsch verbrennen. Keine Ahnung. Sie verbrutzeln ihn mir, ey, aber ist mir egal. Weil sie nervig sind. Bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, hier ist keine Fee. Auch wenn das für diesen großen Raum ziemlich komisch ist. Weil im 3DS ist hier ja auch eine. Aber gut, da hat man sowieso die Feenfarbe geändert, weil die Feen im 3DS sind nämlich grün in diesem Tempel. Passt auch ein bisschen besser dazu. Und hier im Original sind sie pink. Die Pinken sind beim Remake jetzt dann beim zweiten Tempel. Also die haben wahrscheinlich die zwei einfach vertauscht. So, da ist jetzt unsere große bewegende Plattform. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie sollen wir da hoch, indem wir da wieder reingehen. Ist das der Raum? Ja, da ist es. Da ist nämlich diese große bewegende Plattform, die wir ja aktiviert haben. Der können wir jetzt rauf. Da hoch, wo das Auge da ist. Und landen. Ah, hier ist jetzt der Boss für den Schlüssel. Den Boss-Schlüssel. Bei diesem Boss habe ich mir auch einfach beim 3DS oder auch schon damals gedacht. Nintendo, ist euch kein anderer Boss sonst noch eingefallen, weil der Boss kommt viermal in dem Spiel. Dreimal. Dreimal kommt der, glaube ich. Da spawnt dann auch immer so ein kleiner Frosch. Und die kann man auch mit so einer Froschmaske dann einfangen. Oder man kann mit denen dann reden. So, jetzt müssen wir diesen scheiß Frosch abschießen. Der Frosch macht nichts, der klettert nur herum wie eine Nervensäge. Und getroffen. Wieder verwandeln. Denkt er sich nie, what the fuck, wenn ich mich verwandle? Ich glaube nicht. Da denkt sich so, ja, Gegner, der kann sich halt verwandeln von mir aus. Das ist wahrscheinlich so ein Kopfgeläge, da denkt sich halt so, ja, mach ich. Ich will ihn abknallen. Komm schon. Der erste ist nervig, nur weil man ihn hier abschießen muss. Da getroffen. So, ab wieder in die Blume. Bam. Also, Mr. Frosch, fällt Ihnen keine bessere Idee ein? Weiß auch nicht. Ja, also immer die gleiche Taktik. Jetzt schroffen. Voll in die Fresse fallen. Die Kröte verschwindet. Die Schildkröte. Und da bleibt ein Frosch zurück. Mit dem man jetzt quatschen könnte, aber ich habe die Maske nicht. Ich weiß auch nicht, wo man die herbekommt. Aber es gibt auf jeden Fall so eine Froschmaske, habe ich gesehen. Der kann man dann
diese mit diesen Fröschen reden. Das bringt dann auch irgendwas. So. Die große blaue Boss-Truhe. Sie hat vorne ein Schloss, aber Link braucht gar keinen Schlüssel, um sie zu öffnen. Schön, wie witzig. Ich will in die Truhe rein. Geht gar nicht. Egal, scheiß drauf. Rip, rip, rip. Dieser Frosch. Rip, rip. Der freut sich über alles. Auf und zu. Hey, da unten. Da ist ein Bienenstock. Da ist eine Fee drin. Hat man gerade gehört. Lass mich die einsammeln. Yay, jetzt sterbe ich zwar, aber ist mir egal. Ich habe die trotzdem noch, ja, passt. Kann man auch nachschauen. 9 von 15, sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt keine vergessen, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt leider wirklich nicht, Leute. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich schon alle habe oder von diesem Bereich jetzt hier. Oder ob mir noch eine fehlt. Also hier gibt es auch noch eine. Genau, ich muss ja einfach nur hier rüber. Genau, hier kannst du auch noch eine kriegen. Da ist auch noch eine Fee. Die einfach mal so da liegt, aber einfach. So. Da drüben ist ein Knopf, den wir, glaube ich, aktivieren müssen. Ah ne, den müssen wir, glaube ich, gar nicht. Aber der droppt eben auch eine Fee oder sowas. Und den brauchen wir deshalb auch. Wir wollen ja die ersten Feen alle haben. Activated! Das stimmt, Spiel. Ich spiele gerade auf der Wii. Deswegen passt das sehr gut. So, und jetzt gehen wir da runter einfach wieder und dann holen wir uns unsere geliebte Fee. So, und die Fee... Ja, ich glaube, wir haben dann eh schon alle. Also, gegen Ende dann. Beim vorletzten Raum sind dann sowieso der Rest der ganzen Bagage. Der Rest der ganzen Feen. So, ich würde nochmal gern die Hasenmaske anziehen. Anziehen. Und das brauchen wir jetzt. Was muss man machen, um jetzt da reinzukommen? Das ist jetzt ganz fies. Und zwar muss ich jetzt mit dem Bogen hier reinzielen und zugleich diese eine Feuerstelle da hinten treffen. Das ist echt fies. Habe ich beim 3DS auch dutzende Male daneben geschossen. Bis ich mal getroffen habe. Es gibt's nicht. Immer zu spät. Schon. Das gibt's nicht. Ey, unglaublich. Ich hasse diese Stelle. Das ist die einzige nervige Stelle in diesem Tempel. Ja, jetzt habe ich. Das ist einfach nur, weil man so wunderbar treffen muss. Naja, aber dafür kann man sich einen Pro nennen, wenn man trifft. Das bin ich jetzt in dem Fall. So, rein da. Jetzt sind wir im vorletzten Raum. Hier geht es jetzt dann zum Boss. Hier müssten dann die letzten vier Feen, oder was brauchen wir noch? Vier, ja. Die letzten vier Feen müssten hier sein. Eine sehe ich schon. Die anderen sind dann hier am Rand. Versteckt, wenn sie genau gleich sind wie beim 3DS. Das weiß ich eben nicht. Hier ist eine. Ich hoffe, dass es jetzt alle sind. Nicht runterspringen. Zum Glück ist das Wasser nicht mehr giftig. Das wäre nämlich ätzend. Aber hier waren auf jeden Fall sau viele Feen. 3, 4 Feen waren hier auf jeden Fall in dem Raum. Also beim 3DS. Aber wie schon gesagt, das N64, die Version habe ich schon sehr, sehr lang nicht mehr durchgespielt. Deswegen entschuldigt mich, wenn ich etwas vergesse. Aber das passiert bei mir eben auch. Auch wenn ich dieses Spiel so gern mag. Aber meine, wo ich N64 viel gespielt habe, das ist schon saulang her. Und außerdem habe ich Majora's Mask, wie schon gesagt, damals nicht gehabt. Das habe ich mit einem Freund gespielt. Aber ich habe es viel bei ihm gespielt. Auf jeden Fall. So, wie viel brauchen wir noch? 2. Ja, dann haben wir eh schon alle. Weil da drüben ist noch eine und da im Feuer ist noch eine. Gut, dann haben wir jetzt alle. Dann weiß ich schon mal, dass ich keine vergessen habe. Das ist schon mal sehr gut.
Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch die Feen einsammeln. Und dann können wir uns eh schon zum Boss begeben. Jetzt hole ich mir die Feder oben und dann schieße ich nah mit dem Pfeil diesen Kristall ab. Und dann geht das Feuer aus und dann können wir uns die Fee kurz holen. Gut, dann hat man da eine Fee vertauscht. Also eine Fee hat man anders gemacht. Beim 3DS. Aber es ist für mich gut zu wissen, weil ich habe den 3DS-Teil ja, wie schon gesagt, dreimal durchgespielt. Und jetzt sehe ich beim Original, was da wirklich noch so anders ist, wenn man das, wenn man es gespielt hat. Das werde ich mir ein Leben lang merken können. So, okay, dann holen wir uns jetzt unsere Fee. Die letzte. Fee, ich rette dich! Wir haben alle Feen. Sehr schön. Du hast alle vierten Feen gefunden. Bringen sie rasch zu ihren Freunden, die in gleichfarbigem Glanz erstrahlen. Ja, und das ist nämlich im selben Raum, wo wir auch in den Tempel reingekommen sind. Also, ihr wisst schon, bei diesem, da wo der Tempel steht, da in diesem Raum, in diesem Gebiet, wo der Tempel einfach aufgetaucht ist, da ist so eine Höhle und da können wir die Feen abgeben. Und da bekommen wir dann eine größere Mana-Leiste. Und das ist sehr, sehr nützlich. Vor allem später im Spiel. Deswegen wollte ich das unbedingt machen. Weil es wirklich eigentlich nur sehr, sehr nützlich ist. Ich weiß gar nicht, was die zweite bringt. Die sind eigentlich alle sehr nützlich. Aber ich habe bisher immer nur die erste geschafft. Die restlichen habe ich wirklich nicht gemacht, weil es mir einfach zu blöd war, nach denen zu suchen. So, das geht von hier nicht. Das weiß ich genau. Jetzt fällt er wirklich wieder komplett runter. Ah gut, zum Glück. Jetzt respawnt er wenigstens wieder da. Ja, jetzt hält er sich fest aus irgendeinem Grund. Wieso denn jetzt noch einmal? Was hat dich denn jetzt im Gegensatz zu vorhin nicht davon abgehalten, runterzufallen? Jetzt geht bestimmt das Feuer an. Spring. Schnell zum Boss, schnell! Da vorne ist jetzt nämlich die Boss-Tür. Auf zum Boss-Gegner! Wer ist denn der Boss dieses Tempels? Ich weiß es eh schon. Aber ihr vielleicht noch nicht. Haben wir es doch endlich mal geschafft zum ersten Boss-Gegner. Naja gut. In Zelda-Spielen dauert das immer so ein bisschen. Da kommt er. Willenloser Dschungelkrieger. Odolva. Odolva. Der eigentlich gar nicht mehr so schwer zu besiegen ist. Ich weiß, wie der im 3DS-Teil funktioniert. Ob er hier genau gleich ist, weiß ich nicht. Der tanzt immer so komisch. Und immer dann muss man ihn abschießen. Zum Beispiel jetzt. Oder so. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ich muss ihn einfach hauen, ne? Ja, wenn... Da einfach nur zusammenhauen. Man muss ihn mit dem Pfeil betäuben. Oder mit einer Bombe, je nachdem. Und dann kann man den abschießen. Oder zusammenschlagen. Was macht der? Komische Geräusche. Ich habe ihn gestunt. Attack it. Wie der immer so in der Luft gestunt ist. Da. Au. Was sagst du da? Ich verstehe dich nicht. Ja, getroffen. Das hat man hier gar nicht gezeigt, fällt mir auf. Beim 3DS-Teil hat jeder Bossgegner irgendwo so ein riesiges Auge. Das sieht man hier gar nicht bei dem Boss zum Beispiel. Jetzt hat man beim 3DS noch ordentlich gezeigt. Jetzt hat er so Scarabeus-Käfer geholt oder sowas da. Aber die konzentriere ich mich jetzt erstmal nicht. Erstmal kümmere ich mich um ihn. Komm her, du Sack. Ihr seht, der ist eigentlich wirklich simpel. Schwierig ist er wirklich nicht. Oh, ich habe ihn direkt getroffen. Sehr schön. Aber ist die Frage, ob ich noch an ihn rankomme. Nee, leider nicht. Er steht halt meistens immer am Rand des Raums. Wie er sich einfach gleich treffen lässt. Ah ja, jetzt schickt er noch diese Feuermotten los. Die mich trotzdem angreifen, obwohl ich kein Feuer dabei habe. Wieder einfach mal getroffen. Ist es bei dem wurscht, wo ich ihn schieße? Drei ist es wichtig, dass ich hinter ihm stehe, wegen dem Auge. Hey, wie ist das völlig wurscht, wie ich den abschieße hier? Hä?
Okay. Irgendwie hat... entweder hat er den beim, diesen Angriff bei mir beim Feuer... diesen Feuerring da bei mir entweder nur noch nie gemacht im 3DS oder der ist im Original nur. Ich weiß es nicht. Ey, der, das macht er. Jetzt habe ich ihn gestunt, aber komm nicht an ihn ran. Ey, den hat er bei mir noch nie gemacht beim 3DS-Teil. Also wenn er bei euch Leute das schon mal gemacht hat, könnt ihr es schon mal in die Kommentare schreiben, aber das hat er bei mir noch nie gemacht. Diesen komischen Angriff da. Oh, jetzt schwingt er mit seinem Schwert ab. Ach du Scheiße. Wie der mich vor allem jetzt gar nicht getroffen hat. Ey, jetzt kann ich dich auf einmal nicht mehr treffen. Mit. Oh, er schwingt. Ah, fuck. Hör auf, mich aus dem Spiegel zu glitschen. Ich habe ihn gestunt. Komm her. Eben, ich wollte eh schon fragen, wann du endlich tot bist. So, jetzt ist er down. Er wurde besiegt! Hier fällt er einfach um. Ah, jetzt verbrennt er. Nämlich dachte man, nämlich verbrennt er gar nicht. Oh, das Herzteil steht direkt in uns. Herzcontainer! Da bekommt man ein ganzes Herz dazu. So, sehr schön. So, erster Tempel somit hundertprozentig geschafft. Ist auch der einzige, den ich zu 100% durchspiele. Wir haben... Nein, wir haben kein Herzteil. So, dann holen wir uns die Maske und befreien den ersten dieser Typen, wer auch immer das ist. Ich verrate es natürlich nicht. Und Ulvas Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Ulvas gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Wie der Link trotzdem noch unten die Arme hochhält. Die Maske schwebt. Sie ist weg! Und jetzt kommt eine der tollsten Sequenzen im Spiel. Es gibt vier von diesen Sequenzen, die sind alle sau cool. Sieht echt magisch aus. Was ist das? Was ist das denn? Ein Gigant. Er singt. Ich finde es aber so cool, dass man das nicht so richtig erkennt, was es ist. Warte, hör doch. Er scheint etwas zu sagen. Kann es sein, dass er uns durch sein Weinen so etwas wie eine Melodie lehren möchte? Steh nicht einfach herum, schnapp dir dein Instrument. Das ist nämlich der Gesang des Himmels, oder wie der heißt. Ist auch schon ein echt schönes Lied in dem Spiel. So. Gesang des Himmels. Den braucht man aber ganz, ganz am Ende des Spiels erst. Vorher braucht man den gar nicht. Ich finde es aber auch cool, wie die so immer mitsingen zur Musik. Du hast den Gesang des Himmels erlernt. Ist aber cool, wie man beim N64 das nicht richtig sieht, was das ist. Man sieht, dass es so ein Gigant ist, aber man sieht es nicht, man sieht nicht richtig, wie er aussieht, wegen diesem ganzen Wasser oder Nebel oder was das ist. Ruf uns. Das hat er gesagt. Also das lange, was er da jetzt gesagt hat, das ist einfach Ruf. Zu viel gebracht. Ah, oh, ich sehe es, komm, du planst irgendwas. Hallo? What the fuck?